herzlich willkommen bei Juwelier Bardot auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Janina Aporius und heute machen wir eine Werkstatttour. Dann kommt mal mit. Hallo, das ist die liebe Eva Kalabro und den Sea Cecic, den kennt ihr ja schon aus einem Video. Wofür ist diese Werkstatt jetzt hier gedacht? Also hier reparieren wir Uhren, ersetzen die Batterien. Und der Seat, der macht dann hier was? Der Seat, der ist der Uhrmacher, der repariert die Werke und eigentlich alles rund um die Uhr. Mhm. Und du unterstützt ihn dann? Ich unterstütze ihn, ich mache eigentlich hauptsächlich die Batterien und Gravuren. Okay. Bandreparaturen mache ich, Gehäusereparaturen. Also ihr arbeitet richtig im Team zusammen? Wir arbeiten absolut im Team zusammen, ja. Was ich auch mega spannend finde, ist, erklär mir doch einfach mal, was ihr beide bei euch auf dem Schreibtisch stehen habt. Wofür ist das jetzt? Ich sehe jetzt eine Battery, das heißt? Da kann ich die Batterien mitmessen, ob sie voll oder leer sind. Sagt mir schon einiges über den Zustand der Uhr aus. Mhm. Dann kann ich den Gang der Uhr messen. Und dann kann ich, wenn eine Uhr eine Antenne im Band hat, wie zum Beispiel ein Junghans, da kann ich da auch die Spannung der Antenne messen. Also ist schon ein sehr wichtiges Gerät. Das ist ein wichtiges Gerät für uns, ja. Da kann ich schon einiges rausfinden, wenn die Uhr eben nicht mit der neuen Batterie laufen sollte. Und ich sehe, du hast deine Uhr, die geht ganz genau. Das heißt, du kannst die Uhren auf die Sekunde genau einstellen. Ja, das ist wichtig für uns zur Kontrolle, dass wir hinterher auch kontrollieren können, ob die Uhr ordentlich durchläuft. Wie lange kontrolliert ihr so im Schnitt die Uhr? Also bei Quarzuhren ist das nicht so wichtig. Da kontrollieren wir die halt von morgens, wenn wir die Batterie ersetzt haben, bis nachmittags. Mhm. Also Batteriewechsel an sich in 1-2 Tagen wäre es sofort. Das geht. Das ist okay. Beim Automatikuhren oder Handaufzug ist das was anderes. Mhm. Die müssen länger kontrolliert werden, weil das Ganze dann etwas komplizierter ist. Ist natürlich auch ein ganz anderes Werk. Der Seat, der hat hier gerade eine Automatikuhr liegen. Die hat er gerade gereinigt, hat er alles auseinandergenommen, in der Reinigungsmaschine gehabt und baut sie jetzt gerade wieder zusammen. Kann man so pauschal sagen, wie viele Teile so ein Werk hat? Boah, das ist unterschiedlich. Das kommt drauf an, was für eine Uhr das ist. So ein Automatikuhr, das hat so, je nach Marke, so zwischen 120 und 200 Teilen kann das schon haben. Wow, aber es ist schon sehr kompliziert, wie ich sehe. Ja, das muss man gelernt haben. Okay. Das, die Uhrmacherausbildung, die dauert auch 3 Jahre und das ist... Braucht man ein Feingefühl. Da braucht man richtig Feingefühl für. Da muss man auch wissen, welches Teil womit geschmiert wird. Das erfordert sehr viel Erfahrung. Ein gut ausgebildeter Uhrmacher weiß das. Und von daher sollte man das halt dann zu einem guten Uhrmacher bringen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, der Seat hat auch ein eigenes Video bei YouTube. Da könnt ihr gerne mal schauen in der Infobox. So, hier sind wir in Evas Büro. Wir haben sogar einen kleinen Bürohund. Das ist Genji. Und hier hat Eva was zu tun? Ja, hier ist mein Büro, hier steht mein Computer, der Drucker, Telefon und noch eine Reinigungsmaschine für Uhrwerke. Und dann gehen wir jetzt mal hier rüber, bleib mal schön da liegen und dann zeigst du uns jetzt mal, was wir hier alles noch haben. Nebenan, da haben wir jetzt einen Goldschmiedetisch stehen. Ja. Hier können wir so kleinere Goldschmiedesachen machen, Kettchen löten und wo meine Möglichkeiten halt an die Grenzen stoßen, da haben wir halt einen externen Goldschmied, der kann halt dann die größeren Sachen machen. Hier haben wir die Poliermaschine, da polieren wir Gehäuse, Armbänder, den ganzen Schmuck, alles was wieder schön glänzend sein soll. Hier hinter dir, da haben wir noch eine Schleifmaschine, das ist eine Bandschleifmaschine, speziell für Rolex-Uhren, für ganz bestimmte Gehäuse. Hier haben wir jetzt noch ein ganz altes Gerät. Wofür ist das gedacht? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Das sieht ja richtig cool aus. Also das hier, das ist jetzt ein alter Graphograph. Der ist also ganz alt. Der ist also noch von meinem Großvater. Da können wir noch Sachen gravieren, die man mit der Lasergraviermaschine nicht gravieren kann. Okay, was ist das dann zum Beispiel? Also Titan kann man mit einem Laser nicht gravieren, weil Titan bei Luftzufuhr und Hitze explodieren würde. Auch größere Sachen, ganz große Sachen bekomme ich in die Lasergraviermaschine nicht rein, weil der Kasten dafür zu klein ist. Sollen wir uns die mal angucken gehen? Ja, können wir gerne machen. Die steht nebenan. Perfekt. Jetzt sind wir in dem letzten Teil unserer Werkstatttour.
Und zwar ist es jetzt die Gravurmaschine, die Lasergravurmaschine, nehme ich an. Das ist die Lasergravurmaschine, da können wir Grafiken und Schriften mit gravieren. Mhm. Also Lasern ist ein größerer Prozess. Mhm. Das haben wir in einem anderen Video noch erklärt. Das könnt ihr euch gerne auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und wenn du dann die Uhr oder das Schmuckstück graviert hast, musst du das dann noch nachbehandeln oder gibt es so dann zum Kunden? Ja, das müssen wir alles reinigen, auch nach dem Polieren. Ja. Da müssen wir alles reinigen. Da haben wir hier unsere Ultraschallgeräte und zum Auswaschen alles da. Ja. Dann wird das ausgewaschen und richtig gründlich gereinigt. Also bekommt der Kunde ein fast neues Schmuckstück zurück. Super. Ja. Vielen Dank für die Tour. Gerne. Wir hoffen sehr, ihr hattet Spaß. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, meldet euch gerne bei uns. Bis bald.